Ich wollte eigentlich den hier drüben treffen. Stoffhandschuhe. Und hier liegen noch sehr viele Sachen rum. Eine Identifizierungsrolle. Damit können wir dann nachher, wenn wir das finden, was wir identifizieren müssen, können wir das nachher machen. Oder haben wir jetzt auch eine Schattenfledermaus? Die sind ja süß. Sind da noch mehr? Hier sind noch mehr. Und jetzt sind es Zombies. Die uns, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, vergiften, wenn wir zu nahe kommen. Sind da jetzt noch mehr? Das ist das Skelettmagier. Und wir haben es geschafft und dafür auch eine ganze Menge bekommen. Das gucken wir uns. Oh, die kommen hier gar nicht hoch. Dann gucken wir uns das doch jetzt an. Wir haben noch einen Funkenglutstein gefunden. Den können wir hier rein tun. Die Stoffhandschuhe brauchen wir nicht. Schwert nutzen wir nicht. Die Schultern. Werde ich erstmal behalten. Das brauchen wir nicht. Das gibt uns Gesundheit und Geschicklichkeit. Da müssen wir halt hier in der nächsten Stadt nochmal unsere Sachen rausholen. Und hier haben wir eine neue Pistole. Die gibt uns plus 4 Körperschaden und übermittelt 10 Körperschaden für 5 Sekunden. Und noch ein Schwert, das brauchen wir auch nicht. Dann waren wir jetzt hier und gehen hier lang weiter. Da ist auch schon das Tor mit den Geisterketten. Wollte eigentlich nur nochmal schnell gucken gehen, ob es hier vielleicht eine Truhe oder so gibt. Und da kommen wir so nicht rein. Macht er uns das schon auf oder brauchen wir noch mehr? Einer hat gereicht, um uns das aufzumachen. Stufe 8 bis 10. Mit Stufe 10 schaffen wir das. Wo gehen wir dann als erstes lang? Die Karte mal wieder hier rüber. Kommt da jemand raus? Da kommt jemand raus. Das war's, das war's. Dann... Hier ist einer von den Champions, aber der ist auch nur Stufe 10, das ist für uns eigentlich gar kein Problem. Wenn wir bei jemandem sterben, der auf unserer Stufe ist, dann ist das schon eventuell ein bisschen peinlich. Dann, die stehen doch bestimmt auf, oder? Nö. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Steht hier jemand auf? Oh, da. Ich wollte eigentlich vorlesen, wie die heißen. Das konnte ich gar nicht. Die waren jetzt schon zu schnell tot. Das tut mir leid. Dann hier drüben sammeln wir. Da gehen wir nicht rein. Das vergiftet uns. Und wir können durch Feuer schießen. Das ist immer gut zu wissen. War das auf der Karte, oder? Das war doch gerade blau. Oh, Zombie. Dann hier unten. Ist immer gut, wenn man erstmal es schafft, die Schilde zu zerschmettern.
dann kann man auch viel einfacher angreifen. Der da oben lebt auch noch, aber da müssen wir ja gar nicht hin. Da unten ist, glaube ich, sogar schon, was wir suchen. Da will ich dann aber auch noch nicht hin. Ich möchte mich ja wie immer einmal auf der kompletten Karte umgucken. Eventuell müssen wir noch mal was machen. Ich gehe erstmal hin, es angucken. Wir können uns ja immer noch umgucken danach. Und wir sind erfahrener geworden. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind ein Level aufgestiegen. Oh, ein verfluchtes Schwert. Dann verteilen wir unsere Punkte erstmal. Wie immer 5 Punkte. Da haben wir 16, 18, 28 und 23. Wir brauchen im Moment definitiv mehr Mana. Machen wir das auf 25 und das hier unten auf 20. Und das können wir noch nicht. Was macht denn das hier? Verursacht 53% des Waffenschadens pro Sekunde als Giftschaden. 16%ige Chance auf Explosion bei Tötung. Das erhöht die Prozente unserer Chance. Damit haben wir mehr Reichweite. Und Bonus auf Fernkampfwaffen. Damit haben wir eine höhere Chance, dass die Verbündeten gerufen werden. Aber wir holen uns, denke ich, erstmal den Bonus noch. Und gucken in unserem Inventar auch nochmal, was wir alles gefunden haben. Die brauchen wir nicht. Schild brauchen wir auch nicht. Die könnten wir sehr, sehr gut gebrauchen. Und die hier brauche ich nicht. Das brauche ich sowieso nicht. Damit warten wir es nochmal ab. Die brauchen wir auch nicht. Den muss ich aufheben, um mir eine Waffe zu tun, weil sonst bringt der uns ja wenig. Da bin ich mit Nahkampfwaffen kämpfen. Das hier brauchen wir auch nicht. Grauenhaft ist das. Das ist Runenmeister. Das ist grauenhaft. Wenn wir zwei Teile haben. Aber es bringt trotzdem zu wenig. Das hier brauchen wir auch nicht. Den hier 5% Schaden von Begleitern und Dienern plus 5 Elektrizitätsschaden. Den ziehen wir, glaube ich, an. Das brauchen wir nicht. 2% Bonus auf Attribut Fokus und plus 24 Gesundheit und 12 Körperpanzer. Dann ziehen wir den hier an. Ja. So ist das, denke ich, in Ordnung. Hier ist nichts dran. Dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Oh. Ich habe gerade auf die Karte geguckt. Da habe ich die drei gar nicht gesehen. Gehen wir hier unten nochmal schnell gucken. Da sieht es nämlich nicht so aus, als ginge es noch irgendwo hin. Und das geht doch wohin. Den haben wir besiegt. Dann Sarkophag gucken.
hier reingucken. Den Dicken haben wir auch besiegt. Und den da drüben auch. Da noch Gold einsammeln. Oh. Sind hier aber viele. Hier in der Mitte liegt noch einer. Die Holzverlags nehmen wir mit. Über die Ratten können wir drüber laufen. Das bringt uns zwar nichts, aber die haben eine ganze Menge Blut. Wir sollten vielleicht mal einen Gesundheitstrank nehmen. Weil wir ja leider im Moment keine Regeneration ansonsten haben. Und ich finde unsere Fähigkeit, diese hier, natürlich nicht nur toll, weil sie ziemlich stark ist, sondern auch, weil sie mehrere Gegner trifft. Auch eventuell welche, die ich mit der Waffe nicht erreichen kann. Die brauchen wir beide nicht. Die brauchen wir nicht. 10 Gesundheit bei Treffer gestohlen, übermittelt 5%ige Chance auf 60%ige Blindheit für 4 Sekunden. Also, sie ist Stärke und Stilgesundheit, das nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Die hier nicht. Das ist eine Kanone. Und das ist zu schwach. Dann haben wir hier auch alles. Und gehen jetzt nochmal hier drüben gucken. Und eventuell müssen wir dann den ganzen Weg nochmal zurück auf die andere Seite laufen, um auf der anderen Seite uns nochmal umzugucken. Okay, das Tor geht von alleine auf, das ist schön. Da oben sehe ich in der Ecke schon ganz viele Gegner. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Zombies auch runterkommen können. Das sieht nicht so aus. Da sehe ich auf der Karte aber auch schon, das ist der Weg nach unten. Dann müssen wir nochmal auf die andere Seite gehen. Nur damit wir ganz sicher sind, dass wir nicht irgendwelche seltenen Gegenstände vielleicht hier vergessen haben oder sowas. Gucke ich mich lieber überall um. Wir laufen Gott sei Dank ja auch relativ schnell. So im Vergleich zu manchen anderen Spielen. Da liegen Spinnen auf dem Boden. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, ob die eben noch gelebt haben oder nicht. Geh mal da weg, sonst bist du vergiftet. Wir leuchten jetzt zwar grün, aber so wie es aussieht, sind wir noch nicht vergiftet. Da kommt noch bestimmt jemand raus. Die können wir auch alle öffnen. Und dann haben wir hier drüben auch schon alles. Dann gehen wir wieder zurück. Und da vorne noch gerade so um die Ecke. Und dann sollten wir schon in die nächst tiefere Etage kommen. Nicht hier runter, hier rüber. Und wir müssen... Achso, wir sind auf dem Weg, die Rosa Mortis zu holen. Klingt wie wahrscheinlich ein seltener Edelstein oder sowas. Hier auf. Einmal das ganze Gold aus der... Oh, das war eine Falle. Ich glaube aber nicht, dass es uns getroffen hat.
Wir machen hier unten noch das hier, die Handschuhe. Jetzt springt der runter, wollte ich gerade hoch. Und da hinten kommt noch einer. Hier, da sind noch mehr. Oh, das ist ein großer. So ein Champion. Den haben wir auch. Man sieht eben hinter den. Und eine falsche Truhe. Den besiegen wir auch noch. Das hat, glaube ich, gerade mein Begleiter aufgehoben. Aber die brauchen wir auch nicht wirklich. Der Bogen ist schlechter als der, den wir haben. Das ist eine Kanone, das ist eine Nahkampfwaffe, ein Hammer. Plus 38 Gesundheit, plus 5 auf Rüstung, plus 2 Bonus für Fokus brauchen wir auch nicht. 7 Körperschaden zurückgeworfen, 5% Schaden brauchen wir auch nicht. Das hier auch nicht. Achso, mehr kann unser Begleiter auch gar nicht euer tragen. Schicke ich ihn mal weg. Schicke ich sie mal weg, sie heißt ja Alice. Und, das brauchen wir aber auch nicht. Und das auch nicht. Das schicken wir dann später weg.